Dorische Suite. Sie heißt so, weil sie auf der dorischen Tonleiter aufgebaut ist. Und soeben hörten wir eine keltische Frühlingsimpression im Borg, Lichtmess. Man hört die ersten Vogelstimmen, man sieht die ersten Blumen und es werden mehr. Und dann geht es weiter mit Beltane, dem Tanz in den Mai. Im keltischen Kalender werden die Jahreszeiten mit vier großen Festen begrüßt. Imbolc und Beltane kennen wir schon. Jetzt kommt Lugnasad, der Erntedank. Auch dieses Fest hat keltische Wurzeln. Die Harfe beginnt eine Erzählung am Lagerfeuer. Thank you.
Wenn es kalt wird, wenn die Nebel aufsteigen, dann ist es Zeit für Samhain, für den Übergang in den Winter. Die Augen gewöhnen sich an das gedämpfte Licht. Jedes Fleckchen Blau am Himmel ist etwas Besonderes, wie ein Fenster in eine ferngerückte Zeit, in den Sommer, der vorbeiging, in den Frühling, auf den wir warten werden.